So, herzlich willkommen zu dem lang ersehnten Smart Money Basic Bootcamp. Ja, heute hole ich dich da mal ab, wo du vielleicht noch ganz neu bist in der ganzen Materie, vielleicht noch gar nicht weißt, was Smart Money ist. Und ich werde dir heute mal die wichtigsten Konzepte, mögliche Strategien mitgeben, diese Vielseitigkeit von diesem System. Deswegen sei auf jeden Fall gespannt, hol dir am besten was zu schreiben. Und die erste Frage, die ich an dich habe, ist wahrscheinlich so die wichtigste Frage oder automatisch auch der wichtigste Trade. Ja, bist du bereit, dein altes Leben mit deinem neuen Leben einzutraden? Ja, weil erfolgreicher Trader zu sein bedeutet nicht nur, ja, ein System zu meistern, sondern vor allem sich selbst zu meistern. Ja, das hat sehr, sehr viel mit Self-Mastery zu tun, weil die Meisterschaft ist nicht, ja, die technische Analyse des Systems, sondern deine Trading-Psychologie. Ja, aber dein System kann dir dabei helfen, in der Psychologie nochmal viel, viel stärker zu sein. Und deswegen die wichtigste Frage, ja, your new life is going to cost you old one. Are you ready to take this trade? Ja, diese Frage muss man sich immer und immer wieder stellen, ja, dass man bereit ist, ja, diese Gewohnheiten und auch diese Ablenkung von seinem alten Leben zu opfern für das neue Leben. Ich hoffe, das macht Sinn. Ist auf jeden Fall ein super, super wichtiger Punkt. Ich gebe euch ganz kurz mal die Agenda durch, ja, was wir uns heute alles durchbesprechen werden. Zum einen, ja, was ist überhaupt Smart Money? Ja, deswegen sind wir hier, um das Ganze zu lernen. Zweitens werden wir auf die Basic 101-Rules eingehen, die Marktanalyse-Basics, ja, was wirklich so die ganzen Basics sind, was man einfach fundamental verstehen muss. All diese Themen, die ich euch jetzt mitgebe, dazu wird es dann einzelne Calls geben, Strukturen, Markttrend, Entry Concepts, alles im kleinsten Detail. Ja, dieser Call soll einfach nur als Überblick dienen. Ja, deswegen das Erste, was wir dann haben, wirklich ist Marktanalyse Basics, die Entry Concepts, wie man das Ganze im Higher Timeframe tradet, was vor allem sehr, sehr gut sein wird für diejenigen, die arbeiten sind, kann man super nebenzu traden. Dann gibt es noch eine One-Hour-Liquidity-Run-Strategy, hat diese Woche sehr, sehr gut funktioniert bei Auto-US-Dollar, Euro-US-Dollar. Und dann haben wir noch eine London-New York-Strategie. Und deswegen seid ready. Wir machen im Endeffekt direkt weiter. Was ist Smart Money? Ja, Smart Money ist nicht nur eine Trading-Strategie, sondern Smart Money ist ein Mindset. Ja, es geht immer darum, mehrere Schritte vorauszudenken. Denn mit Smart Money lernen wir Liquidität und Manipulation kennen. Und Liquidität und Manipulation, das sind so die Fußspuren von Smart Money. Und daran erkennt man, ob jetzt beispielsweise die Großanleger, da zählen Banken, Hedgefonds, Institutionen dazu, ob die jetzt bereits schon am Markt sind. Und wir, ja, haben nicht beispielsweise Indikatoren, weil Indikatoren sind zeitversetzt. Wir lernen mit Liquidität und Manipulation schon davor kennen, wo der Markt als nächstes hingeht. Und dann können wir uns positionieren. Ja, der Indikator zum Beispiel, um Vergleiche zu geben, ist immer zeitversetzt. Und deswegen hast du mit Smart Money halt noch die Möglichkeit, dich davor noch besser zu positionieren. So ein paar Grundkonzepte, die müssen dir jetzt nichts alles sagen, vor allem wenn du bei mir im Live-Trading dabei bist und wenn du jetzt dann in Zukunft bei dem Basic Bootcamp und auch bei dem fortgeschrittenen Bootcamp hier dabei bist, dann werden sich alle Dinge hier wiederholen. Und deswegen, ja, ganz, ganz ruhig, wenn du hier was nicht verstehst, alles ganz in Ordnung, gar kein Problem. Ja, fundamental das Wichtigste, buy low, sell high. Ja, ich denke mal, das macht Sinn, so günstig wie möglich einkaufen, so teuer wie möglich verkaufen. Super wichtige Sache. Warum? Weil umso günstiger wir einkaufen, umso besser können wir logischerweise davon profitieren. Umso teurer wir verkaufen, umso besser können wir davon profitieren. Und Smart Money ist gierig und wir müssen immer die Brille aufsetzen von Smart Money und uns fragen, wo ist der Stop-Loss von den Retail-Tradern? Wo liegt die Liquidität? Wo liegt das Geld? Und dafür gilt es eben ein paar Schritte vorauszudenken. Der zweite Punkt ist hier Buy Below Lows, Sell Above Highs. Ja, wenn man jetzt beispielsweise wieder an diese Retail Basic Trading Community schauen würde, auf YouTube beispielsweise, dann sieht man so viele, viele Dinge, die einfach nur Liquidität sind. Beispiel, eine Support-Resistance-Linie. Ich sage nicht, dass Support-Resistance nicht funktioniert, aber Support-Resistance ist aus Smart-Money-Sicht Liquidität. Weil unter einer Support-Resistance ist der Stop-Loss von den Retailern. Ja, und wir warten beispielsweise auf einen sogenannten Change of Character oder auf einen Break of Structure, bevor wir uns positionieren und kaufen nicht einfach nur blind. Weil das meistens halt einfach nicht so dienlich ist. Und deswegen, wir wollen unter Lows kaufen und wir wollen über Highs shorten. Das funktioniert im späteren Verlauf, werde ich darauf eingehen, beispielsweise eine Imbalance, wer wieder auch über Highs shorten oder unter Lows kaufen. Ja, die Märkte sind fraktal. Ja, Fraktalität bedeutet, alles, was im 1-Minuten-Chart funktioniert, funktioniert auch im Monthly-Chart. Ja, das heißt, es spielt keine Rolle, in welchem Timeframe du im Endeffekt bist. Der Higher Timeframe ist nur wichtiger als der Lower Timeframe, weil du kannst es dir vorstellen, wie so ein Kartenspiel, wo der Higher Timeframe den Lower Timeframe übertrumpft. Und dann schauen wir vor allem bei unseren Entry Concepts, bei denjenigen, die schon ein bisschen mit den Begrifflichkeiten drin sind, dass wir sogenannte Multi-Timeframe-Confirmations haben. Das heißt, dass es nicht nur in einem Timeframe so ist, sondern dass es in mehreren Timeframes das gleiche anzeigt. Ja, beispielsweise eine Multi-Timeframe-Inefficiency, eine Multi-Timeframe-Order-Block zum Beispiel. Ja, dann ist es nochmal eine stärkere Reaktion aus diesen Levels, die wir halt erwarten können. Time is more important than price. Ja, der Zeitpunkt, an dem etwas passiert, ist wichtiger als der Preis. Bedeutet bei Smart Money, wenn du jetzt beispielsweise für Euro-US-Dollar
der Markt kommt um 21 Uhr auf dein Point of Interest, dann würde ich diesen Trade nicht nehmen, weil die Zeit 21 Uhr passt nicht zu Smart Money. Ja, das passt einfach nicht zu der Volatilität, die wir zu dieser Uhrzeit erwarten. Deswegen gibt es ganz genaue Zeitfenster, wann etwas passiert. Beispiel, ja, zu 70 bis 80% entsteht das High oder Low von dem Tag during London, also während London Session. Ja, das Low of the Week hast du meistens zwischen Dienstag und Mittwoch. Diese Dinge kannst du backtesten, kannst du die ganze Woche anschauen. Der Indikator heißt Nephew Sam Sessions. Dann zeigst du dir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag an und dann kannst du schauen, okay, was ist jetzt das High oder Low der Woche? Du wirst überrascht sein, wie oft Dienstag oder Mittwoch das High oder Low der Woche ist. Ja, auch wieder so zu 70 bis 80%. Und deswegen, die Zeit ist super, super wichtig. Wir haben verschiedene Sessions. Wir traden persönlich die London Session. Ja, die London Session warte ich persönlich immer ab, bis wir 8 Uhr Frankfurt Open haben. 8 Uhr wird meistens manipuliert. Ja, ich trade da immer von 9 bis 11 Uhr. Das ist so meine Hauptzeit für die London Session. Und die New York Session beginnt für mich ab 14 Uhr. Ja, und dann wie Indizes mit 15:30 Uhr New York Stock Exchange Opening, da kommt nochmal richtig Schwung rein. Und dann kann man es eigentlich bis 18 Uhr London Close durchtraden. Die meisten Trades bei mir sind aber schon relativ zügig eigentlich fertig, außer ich habe einen Swing Trade. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ schnell schon immer dann zu diesen genauen Zeiten, meistens eben so zwischen 14 und 17 Uhr. Genau, Liquidität, Bild, Manipulation, Mitigation, darüber spreche ich super, super häufig, weil das ist die Liquiditätsgewinnung. Ja, der Markt baut erst Liquidität aus, kommt aus einer Konsolidierung. Wir gehen in die Manipulation über, haben dann einen sogenannten Liquidity Spike und von dort aus haben wir ein Internal Break of Structure, Change of Character, whatever. Ja, wir brechen im Endeffekt ein signifikantes High oder Low mit einem sogenannten Displacement. Das bedeutet, es entsteht eine deutliche Reaktion unter einem Low über einem High und dann haben wir beispielsweise eine Imbalance. Ja, wir schauen uns das logischerweise alles im Chart an, ja, dass es für dich dann auch klarer wird. Ich habe Beispiele dabei. Market Profile, wir müssen immer rausfinden, sind wir aktuell in der Consolidation. Ja, in der Consolidation erwarte ich beispielsweise keine Swing Moves von hunderten Pips, sondern da trade ich eher Short Term in der Range und habe halt dann meine beispielsweise 5 Pips Stop Loss, 30 Pips Take Profit. Ja, und somit kann man auch schon seine 1 zu 5er, 1 zu 6er CRVs framen und man kann hier halt super im Lower Timeframe auch traden. Ich persönlich finde meine Hauptentries zwischen 5 Minuten und 1 Minuten Chart. Ich kann aber auch beispielsweise Smart Money im H4 oder im Daily Chart oder im H1 Chart traden. Dazu aber später mehr. Study a few pairs and they will pay you for the rest of your life. Ist auch so eine Sache, die man sich auf jeden Fall nicht nur aufschreiben muss, sondern am besten echt schon tätowieren. Ne, Spaß beiseite. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Satz, weil ein großes Paradox im Trading ist, dass man mehr Währungspaare hat und deswegen mehr Profits macht. Ja, weil das Ding wird sein, und das werdet ihr rausfinden, ne? Umso mehr Währungspaare ihr tradet, umso mehr Fehler könnt ihr zum einen machen und so mehr Währungen habt ihr auf dem Schirm und umso mehr werdet ihr verpassen. Das ist immer das Paradoxe, wenn man denkt, ja, ich habe mehr Währungspaare, ich kann mehr Geld verdienen, man macht dadurch teilweise mehr kaputt. Deswegen study a few pairs, they will pay you for the rest of your life. Ich kann euch als Tipp geben, wenn ihr Smart Money lernt, dann fokussiert euch vor allem auf die Majors, ja, weil die sind am meisten manipuliert. Also die Major Pairs würde ich da am meisten traden und alles, was in Korrelation steht gegenüber dem Dollar, weil der Dollar ist so circa 60% vom Forex-Markt und der Dollar gibt im Endeffekt den Ton an. Spiegelt sich, by the way, über alle Asset-Klassen, auch beispielsweise auf Gold, hat einen Einfluss der Dollar logischerweise, auch logischerweise auf Indizes und so weiter. Also Dollaranalyse ist immer mit meinen Augen das Wichtigste, zu wissen, was macht der Dollar, weil das spiegelt sich dann auf alle anderen Währungspaare. Und wenn man jetzt beispielsweise von einem bärischen Dollar ausgeht oder von einem bullischen Dollar, der Euro ist immer der Gegenspieler. Das kann man auch super mal backtesten. Ansonsten habe ich euch noch viele Sachen zu Gold dabei. Ja, ich trade selber auch sehr, sehr gerne Gold. Kann man auch sehr gut nach Smart Money traden und mein Bread and Butter ist neben Forex auch Indizes. Ja, bin ich auch sehr, sehr gerne unterwegs. Indizes macht in meinen Augen sehr, sehr viel Sinn, weil es zum einen sehr manipuliert ist, zum anderen hat es für mich sehr, sehr viel Zukunftsperspektive. Wenn wir uns beispielsweise mal Dow Jones ansehen, ich habe gestern erst die größten, also die Unternehmen, die beim Dow Jones dabei sind, angeschaut und Leute, ich kann euch sagen, also Apple glaube ich jetzt nicht, dass sie nächstes Jahr weg sind, genauso wie Amazon glaube ich auch nicht, dass sie nächstes Jahr weg sind. Das heißt, ein sehr, sehr zukunftssicherer Markt zum Traden, ja, weil diese Firmen einfach Standhaftigkeit haben. Und wenn man so einen Markt mal versteht, dann hat man halt schon echt sehr, sehr viele coole Möglichkeiten. Genau, vieles, vieles mehr passt natürlich nicht alles auf eine Folie. Jetzt gehen wir mal zu den Marktanalyse-Basics. Das sollte eigentlich jedem bekannt sein. Diese Basic, higher high, higher low, higher high, higher low. Was hier vielleicht ganz interessant ist, ist das, was hier dabei steht, und zwar, dass es mindestens zwei Swing Points braucht für einen Trend. Und die dritte Welle ist diejenige mit der höchsten Probability. Ja, da haben wir die 80% Probability und diese Swing Legs, ja, also immer vom Higher Low zum Higher High oder vom Lower High zum Lower Low, das ist ein Swing Leg, das andere ist die Korrektur. Und diese Legs sind ähnlich lang. Ja, das nennt sich dann Measured Moves, also die sind ähnlich in der Länge.
Ja, auf der unteren Seite haben wir dann Discount und Premium. Ja, wir wollen immer unter 50% kaufen, das heißt im Discount kaufen und im Premium verkaufen. Ja, wir wollen so günstig wie möglich einkaufen, so teuer wie möglich verkaufen. Und in dem Discount-Bereich, wenn wir jetzt mal beim linken bleiben, da suchen wir dann nach einem sogenannten Point of Interest. Und ein Point of Interest ist entweder eins von diesen drei Dingen. Also wenn wir hier so eine Trendstruktur haben, dann achten wir für unseren Entry einfach auf einen sogenannten Point of Interest. Und Point of Interest simplifiziert sind die drei Dinge. Ja, da gibt es noch eine Menge mehr, aber mein Ziel ist es hier nicht irgendwie mit meinem Wissen zu flexen und euch sämtliche Fachbegriffe zu nennen. Ich will, dass ihr profitabel werdet und dann müsst ihr teilweise Dinge rausnehmen, das simplifiziert darstellen, dass man es auch umsetzen kann. Ja, deswegen gebe ich euch alles wirklich nur so mit, dass ihr wirklich so schnell wie möglich auch Resultate sammeln könnt. Deswegen, was ihr unbedingt wissen müsst, ist, was ein Orderblock ist, was eine Imbalance ist und was eine Mitigation ist. Ja, dafür gibt es auch verschiedene Begrifflichkeiten. Und das ist so ein bisschen der Catch bei Smart Money. Du wirst bei Smart Money merken, ne? Es gibt für einen die ein und dieselben Sachen verschiedene Begrifflichkeiten. Ne? Jeder will im Endeffekt so seinen Stempel draufdrücken. Ne? Und teilweise sind die Dinge dann Copyright geschützt und dann muss man da ein bisschen aufpassen. Long story short, ja, Order Block wird am meisten verwendet. Ja, du kannst auch Institutional Candle sagen, aber im Endeffekt bleiben wir bei Order Block. Auch ich sage immer OB und viele Go Live Educator machen das auch. Thema Imbalance, ja, Imbalance und Efficiency ist nicht eins zu eins dasselbe. Ich persönlich mache es simpel und sage einfach Imbalance. Was das ist, da werden wir gleich drauf eingehen. Aber das ist immer eine Unbalanced Action im Markt. Bedeutet, wenn die Käufer deutlich stärker sind wie die Verkäufer, entsteht eine Lücke im Markt. Wenn die Verkäufer deutlich stärker sind, dann steht eine Lücke im Markt. Und das sind die sogenannten Imbalances. Dann gibt es da noch Gaps, aber darauf kommen wir im Endeffekt gleich. Mitigation Block, das nenne ich immer Breaker. Ja, und das ist auch mehr bekannt unter Breaker. Ist einer meiner Lieblings-Entry-Konzepts und benutze ich jeden Tag. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr powerful. Genauso wie der Order-Block, ihr könnt euch gerne mal hier von der, ihr müsst euch keinen Screenshot theoretisch machen, könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ich habe nämlich eine PDF und die PDF ist auch schon in der Gruppe. Deswegen könnt ihr auch einfach in die Gruppe schauen und euch die PDF da ziehen. Ein Order-Block hat Regeln und diese Regeln haben wir heute auch schon in der Live-Trading-Session durchgesprochen. Er hat 80% Body, ja, die Candle muss eine Aufgabe erlegen, beispielsweise eine Mitigation. Und am besten Liquidität nehmen und die Reaktion danach muss auf jeden Fall deutlich sein. Ich habe gleich nochmal ein Chartbeispiel dabei für euch, dann wird es ein bisschen deutlicher, dann könnt ihr da im Endeffekt sehen, wie das Ganze funktioniert. Ja, das nächste, was wir ansprechen, ist die sogenannte Imbalance. Ja, und eine Imbalance ist, wie gesagt, eine Lücke im Markt. Und am allerallerschönsten ist, was wir hier bei der London Session sehen, dass wir viele verschiedene Dinge haben. Wir haben hier zum einen diese rote Kerze. Die rote Kerze ist ein sogenannter OB, also ein Order Block. Dann haben wir eine Imbalance, was hier als orange Linie dargestellt wird. Und wenn wir beispielsweise auf dem Level von der Imbalance auch noch einen Breaker haben, dann nennt sich das Confluence. Ja, Confluence, wenn wir von Confluence sprechen, Confluence bedeutet, dass mehrere Bestätigungen auf ein Level finden. Bedeutet, wenn wir jetzt hier beispielsweise einen Orderblock hätten, beispielsweise eine Imbalance, zusätzlich ist noch perfekt in dem Zeitfenster, zusätzlich haben wir beispielsweise auf dem Level noch einen 500er Level, weil es gibt diese sogenannte Quarter Theory, das habe ich hier gar nicht dabei, aber auf YouTube habe ich noch ein Video davon online, es nennt sich Quarter Theory, das sind immer diese runden Zahlen, also 250, 500, 750 und das 200er und 800er Level zum Beispiel. Ja, das sind sehr, sehr interessante Punkte. Auf der rechten Seite in dem Bild sehen wir, wie so eine Imbalance dann technisch aussieht. Ja, also so könnt ihr euch das vorstellen, dass in diesem Bereich beispielsweise die Käufer deutlich stärker sind wie die Verkäufer. Was ich super gerne einzeichne und was bei mir auch eigentlich immer drin ist, sind die Daily und Weekly Imbalances. Und die lasse ich auch drin. Hier beispielsweise von dem Goldchart. Ihr seht, wie stark einfach diese Zonen respektiert werden, diese Daily und Weekly Imbalances. Ich habe die hier nicht fett, also hier in dem Bild sind die gerade fett eingetragen. Normalerweise habe ich die ganz dezent und gepunktert, also dass man sie wirklich fast gar nicht sieht. Aber hier für diese Folie habe ich es halt im Endeffekt deutlicher gemacht. Ihr seht hier im Endeffekt Liquidity Build, Spike Mitigation. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Darauf werden wir gleich nochmal einkommen. Aber das ist die klassische Liquiditätsgewinnung. Und jetzt haben wir erstmal genug Theorie. Jetzt gehen wir direkt mal in die Praxis und ich zeige euch mal ein Beispiel und zwei Wege, wie ihr Smart Money traden könnt. Wir gehen vom linken zum rechten. Wir haben hier auf der linken Seite eine konservative Strategie, wo du immer als Ziel verfolgst, ein 1 zu 3er CRV zu catchen. Und das kannst du sehr, sehr stark nach dem Market Open machen. Bedeutet, egal ob das jetzt die London Open ist, egal ob es die New York Open ist, das kannst du mal sehr, sehr gut traden, weil wir haben immer eine sogenannte Market Open Manipulation. Ja, die Market Open Manipulation, die entsteht nach der Eröffnung von der Börse, so die ersten 5 bis 10 Minuten, ne? Wo, by the way, die Gebühren alleine schon sehr, sehr hoch sind und wo die meisten Marktteilnehmer gierig sind. Deswegen werden sie liquidiert. Ganz, ganz simple Nummer.
Und wir warten im Endeffekt diese Liquidierung ab. Bedeutet, wir sehen hier beispielsweise, wo ich Market Open Manipulation geschrieben habe, dass der Markt nochmal unter dieses Low geht. Deswegen beispielsweise die rote Linie. Und dann habe ich so eine Kerze, wo Breaker, ja, die ist dann so umrandet von so einer grauen Schattierung. Und das ist der Breaker. In dem Falle die letzte bullische Kerze, bevor wir das Low rausnehmen und über dieses Level brechen von dem Breaker. Ja, das wird dann, stellt euch das vor, wie so ein Trampolin. Ja, das wird dann so als Trampolin genutzt, wo der Markt nur ganz kurz zurückkommt, nicht die Imbalance füllt oder sonstiges, sondern nur ganz kurz zurückkommt auf den Breaker und von dort aus haben wir wieder direkt eine deutliche Reaktion. Ja, zur New York Session können dann nur zwei Dinge passieren. Ja, immer. Ja, zur New York Session können wir entweder eine sogenannte Fortsetzung haben oder eine Entgegensetzung, eine Continuation oder ein Reversal. Und wenn die Liquidität bestehen bleibt, wenn der Daily Drawn Liquidity noch nicht erreicht worden ist, dann haben wir eine Continuation. Wenn der Daily Drawn Liquidity schon im Endeffekt erreicht worden ist, dann haben wir eine Entgegensetzung. Das heißt, wenn wir unser Ziel Higher Timeframe schon erreicht haben, dann haben wir eine Entgegensetzung. Ja, ganz häufig haben wir beispielsweise am Freitag eine Entgegensetzung, weil Freitag der sogenannte Profit-Taking Day ist. Das heißt, da geht Volatilität aus dem Markt. Das heißt, die erste Möglichkeit, Smart Money zu traden, ist hier auf der linken Seite 1 zu 3er CRVs und dort einfach die Market Open Manipulation und die New York Continuation. Damit fährst du sehr, 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 sehr gut. Du wirst jeden einzelnen Tag Setups finden und damit bist du good to go. Ja, ich persönlich trade so wie hier auf der rechten Seite zu sehen, dass ich einfach nochmal mein Chancen-Risiko maximiere in dem Falle. Und was ich dort mache, ich habe im Endeffekt einen sogenannten Point of Interest. Ja, mein Point of Interest ist die schwarze Kerze, wo die Linie davon ausgeht, wo steht Order Block, Buy Below Lows, Trigger Sell Stops. Das ist im Endeffekt ein Order Block und da können wir gerne mal die Regeln durchsprechen. 80% Body, der hat fast schon 100% Body, diese Kerze. Die Reaktion danach sehen wir alle, dass die sehr, sehr klar war und wir haben eine Mitigation. Ja, das sehen wir auch. Warum? Weil wir sind in den Breaker reingekommen. Ja, danach wollen wir unter Lows kaufen. Ja, deswegen steht hier Trigger Sell Stops, weil unter diesen Lows, ja, wo der Markt dann auf diesen Order Block kam, sind im Endeffekt die Stop Losse. Und wenn wir jetzt mal schauen, die ganzen Retailer, die hätten hier beispielsweise auch eine Trendlinie gesetzt. Und über dieser Trendlinie ist auch Liquidität. Bedeutet, diese Liquidität wollen wir im Endeffekt kaufen. Ja, weil um am Trading Geld zu verdienen, muss immer einer verlieren. Das ist die Realität. Und demnach wollen wir im Endeffekt abwarten, wie der Markt eine Reaktion gibt aus diesem Level. Ja, und hier seht ihr, dass wir entweder A direkt an dem Orderblock kaufen können oder wir können auf Bestätigung warten. Und ich persönlich warte immer auf Bestätigung. Und danach kann ich immer den Trade hochskalieren. Das heißt, ich kann bei der ersten Position meinetwegen mit 1% reingehen. Sobald wir das nächste High brechen, kann ich schon Break-Even gehen, kann mit einem 9% reingehen und der Stop-Loss verschiebt sich immer, wie ihr das seht. Ja, und so könnt ihr eure Position skalieren, ursprünglich mit 1% Risiko reingehen, schon auf dem Weg Partials nehmen, weil das sind oftmals dann 1 zu 10er, 1 zu 20er, 1 zu 30er CRVs. Ihr könnt auf dem Weg dorthin dann schon Partials nehmen, beispielsweise bei einem 1 zu 3er, 1 zu 5er und du hast noch eine Restposition, wo du einen Runner laufen lässt. Und so kannst du richtig, richtig gute CRVs catchen und deine Position hochskalieren. Und das sind Möglichkeiten, wie man das Ganze traden kann. Und das zieht sich durch alle Währungen, durch alle Timeframes. Ja, deswegen habe ich hier auch bewusst nicht irgendwie das Währungspaar dazu geschrieben, weil es keine Rolle spielt. Ja, das kann bei jedem Währungspaar so der Fall sein. Weil Smart Money kann sich eben nicht verstecken. Eine weitere Sache, die sehr resonieren wird mit vielen Leuten, ist die Strategie von den Daily Swing Trades. Ich habe da selber für mich beispielsweise immer wieder Trades, ja, laufen, einfach Swing Trades, wo ich einfach längere Moves habe, die ein paar hundert Pips laufen und so weiter. Beispielsweise gestern haben wir auch über 100 Pips wieder gecatcht, für diejenigen, die gesagt, also die in denselben Trades waren wie ich, über 100 Pips im Endeffekt gecatcht und sowas läuft dann natürlich ein bisschen länger, kann auch gerne mal ein, zwei Tage dann laufen. Und was wir hier sehen, ja, wir sehen hier immer auch diese Wellenbewegungen, sage ich mal, und diese Korrekturen. Und wir wollen eben immer über 50% verkaufen. Und unter 50%, über 50% verkaufen, unter 50% kaufen. Und was wir mal backtesten können, das ist auch eine Hausaufgabe, vor allem bei Euro US-Dollar und bei DXY, ist das, was ich auf der rechten Seite eingezeichnet habe, diese roten Rechtecke. Ja, das ist im Endeffekt eine Liquiditätsgewinnung. Und im Lower Timeframe, ja, im H4, im H1, im M15 meinetwegen, da werdet ihr dann eine sogenannte Wyckoff-Schematik sehen. Dazu wird es auf jeden Fall auch noch einen Deep Dive geben. Einen Deep Dive geben, freut euch drauf. Weil das wird auch sehr, sehr wichtig für die einen oder anderen, mal zu sehen, wie lädt sich so ein Markt auf. Ja, wie schafft es im Endeffekt der Markt, so viel Liquidität aufzunehmen, dass dann dieser Move kommt. Ja, und das lernt ihr im Endeffekt hier. Ich persönlich verstehe hauptsächlich Liquidität Aufbau, Liquidierung, also dann der Liquidity Spike und dann im Endeffekt die Mitigation. Das ist eigentlich das Wichtige, aber wir werden im
weiteren Verlauf ganz, ganz viel auch darüber sprechen, deswegen get ready. Ja, das ist das sogenannte Three-Pin-Pattern. Ja, Three-Pin-Pattern werdet ihr immer wieder backtesten können. Hier mal als direktes Beispiel. Das war ein Swing-Trade von über 500 Pips oder so. Und hier seht ihr auch beispielsweise, wie man das allein im Daily traden kann. Ja, ihr macht eine Top-Down-Analyse, ihr schaut euch im Endeffekt an, was sind die Highs, was sind die Lows, wo ist der Liquidity-Spike, wann bricht der Markt runter, wir haben eine Daily-Imbalance, da könnt ihr im Endeffekt shorten und das nächste Daily-Low ist im Endeffekt das Target. Und dann könnt ihr Sell and Forget das Ding einfach durchlaufen lassen. Wichtig ist da immer Top-Down-Analyse. Das heißt, wir gehen von Higher-Timeframe zum Lower-Timeframe. Dazu wird es ein ganzes Video geben, freut euch drauf. Wichtig ist, H4, H1 ist dann so dieser Trend und Structure und mein Entry habe ich meistens H1, M15 oder M30 bei dieser Strategie. Ja, so schaut das Ganze dann im Endeffekt aus, im H4 bei Euro-US-Dollar. Das war jetzt für den Monat August, so hätte man da partizipieren können mit Swing Trades. Ist halt ideal für all diejenigen, die arbeiten sind und die nicht so viel traden wollen. Ja, weil hier steht auch im Endeffekt, die Qualität steht über der Quantität. Trade to live, do not live to trade. Ich persönlich kenne so viele Trader, die den ganzen Tag nur vor dem Laptop hängen, aber immer noch nicht profitabel sind. Und das liegt einfach teilweise daran, dass man zu viel Zeit vor dem Chart verbringt. Oftmals ist es besser, wenn man einfach gerne mal Distanzen von dem Chart und der Trade läuft im Background. Ich habe jetzt aktuell auch noch Swing-Positionen im Laufen, ne? Ja, wo ich über 120 Pips entfernt bin von meinem Stop-Loss, der schon auf Break-Even ist. Und der Trade läuft potenziell noch 300, 400 Pips. Und es läuft einfach im Background. Ich muss mir keine Gedanken machen. Ja, ich sehe das auch als Anlage, einfach mal so einen Trade dann laufen zu lassen und mal so eine Position auch mitzunehmen. Ja, es gibt ja Scalp-Trading, es gibt Intraday-Trading, wo ich hauptsächlich unterwegs bin. Also Scalp und Intraday bin ich hauptsächlich. Aber ich habe auch hier und da meine Swing- oder gar Position-Trades. Ja, wo ich einfach mal langfristige Trader. Und dann halt logischerweise im Higher-Timeframe. Ja, eine meiner Lieblingsstrategien, wenn ich beispielsweise on the run bin, wenn ich beispielsweise auf Tour bin, wenn ich im Urlaub bin, all diese Sachen mache, ist die One-Hour-Liquidity-Run-Strategy. Ja, dafür brauche ich original 5 Minuten Vorbereitungszeit am Vorabend und dann setze ich einfach einen Trade. Ja, beispielsweise vor 2 Tagen oder so habe ich auch, war ich mit einer Teampartnerin noch, abends, es war 23 Uhr oder so, waren wir noch am Chart, haben noch einen Trade gesetzt, schlafen gegangen, am nächsten Tag aufgewacht, Trade war im Endeffekt ein Profit, wir waren happy. So, und das ist halt das Schöne, set and forget, du kannst schlafen. Warren Buffett meinte auch schon mal, wenn du keine Möglichkeit findest, im Schlaf Geld zu verdienen, dann wirst du arbeiten, bis du stirbst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Möglichkeiten finden, wie wir im Schlaf Geld verdienen und halt unser Geld für uns arbeiten lassen. Und das ist eine coole Möglichkeit. Hier ist die Theorie. Ja, ist, denke ich mal, relativ selbsterklärend so. Und hier ist im Endeffekt die Praxis. Wichtig ist, wir müssen ein Higher Time Frame Objective, also ein Higher Time Frame Ziel erreichen. Und so eine Trade spielt sich dann innerhalb von ein paar Stunden aus und gibt halt oftmals ein sehr, 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 sehr gutes CRV, auch immer so zwischen 1 zu 10, ja, 1 zu 5 und 1 zu 10, um es konservativ zu sagen. Ja, also wirklich sehr, sehr clean, kannst du toll mitarbeiten. Meine Favorite-Strategie oder mit meiner Favorite-Strategie, wie auch immer, ist die London-Session, weil ihr dürft wissen, dass ich für jedes einzelne System einen einzelnen Trading-Plan habe. Also egal, ob ich jetzt One-Hour-Liquidity-Run mit euch durchgesprochen habe, diese Daily-Strategy, wie man wirklich die Swing-Rates hat, ob ich jetzt beispielsweise die London-Strategie anspreche oder gleich die New York-Strategie, ich habe für jedes einzelne Szenario einen fixen Trading-Plan. Das heißt, ich habe nicht nur einen Trading-Plan, sondern ich habe für jedes Modell einen Trading-Plan. Ja, weil jede Session agiert auch anders. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man hier wirklich genau ist. Hier seht ihr beispielsweise, wie das Ganze aufgebaut ist. Das kommt so circa 2-3 Mal die Woche vor. Es gibt auch 3 ganz, ganz klare Regeln, wann wir das Ganze nicht traden. Ja, dazu kommt dann aber mehr in der jeweiligen Entry-Erklärung, die ich komplett mit euch durchgehen werde. Diese einzelnen Systeme werde ich komplett noch mit euch durchsprechen und backtesten. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt, was euch jetzt erwartet, auch in den kommenden 1-2 Wochen, ne? Oder je nachdem, wie lange das Bootcamp halt auch gehen wird. Sondern, ja, haben wir die ASA-Range. Die ASA-Range, wo für mich relevant ist, weil es kommt auch wieder, hey, die ASA-Range geht doch eigentlich länger. Ja, weiß ich. Wichtig, für mich relevant zwischen 1 und 6 Uhr. Die Manipulation ist immer so zwischen 7 und 9 Uhr. Und ich persönlich trade dann, ja, ich bin ab 8.30 Uhr am Chart. Ja, je nachdem, ob News sind oder nicht, positioniere ich mich schon davor. Aber meistens so zwischen 9 Uhr und 11 Uhr, wo ich im Endeffekt meine Trades finde. Und da gibt es diese Struktur zum Traden. Und bereits schon beim Take Profit 1, ASA-Range High oder Low, kann man sehr, sehr gute Take-Profits realisieren, teilweise schon 1 zu 3, 1 zu 5, weil du gar nicht mehr brauchst. Macht euch mal einen mentalen Screenshot davon. So schaut es in echt aus. Ja, nur, dass ihr es mal gesehen habt, so schaut es in der Theorie aus, so schaut es dann in echt aus. Ich würde sagen, ist gar nicht mal so abwegig, oder? So, und das ist im Endeffekt das Coole bei Smart Money, dass du diese Dinge immer und immer und immer wieder sehen wirst. Du siehst, Asia Range bildet eine Liquidität, wir gehen runter, manipulieren das Ganze. Und dann gehen wir über dieses High. Ja, allein das hier ist diese Woche schon
locker, ich glaube, mittlerweile waren es schon zweimal oder so, wo es vorgekommen ist, bei mehreren Währungspaaren sogar jeden Tag. Also es ist echt verrückt, funktioniert sehr, sehr gut. Und die New York Session könnt ihr euch so vorstellen, ja, wir haben entweder eine Continuation oder eine Reversal. Von hier aus haben wir jetzt eine Continuation. Und so kann man dann beispielsweise einsteigen, entweder aus dem H1 Premium oder Discount Range, ja, in dem Fall Premium, in dem vom Discount, wenn es unter 50% ist. Also können wir entweder beim H1 einsteigen, Swing Trade machen, oder wir warten wieder auf Lower Timeframe Reaktion und steigen dann einfach ein, beispielsweise bei der Imbalance auf dem Level von dem Order Block, oder unser später Entry wäre dann der Breaker. In der Praxis schaut das Ganze dann so aus, beispielsweise jetzt mal ein Indizes Beispiel. Wir haben eine clean Buy-Side Liquidity. Ja, Buy-Side Liquidity ist die Liquidität über Highs. Ja, dann haben wir eine Market Open Manipulation, 15:30 Uhr, New York Stock Exchange Opening. Dann haben wir einen Spike und dann die deutliche Reaktion. Und ihr seht, der Entry ist die 50% von der Imbalance. Stop Loss unter dieses Low und der Markt, der läuft innerhalb kürzester Zeit durch. 18 Uhr nehmen wir dann Profite. Ja, und das sind verschiedene Dinge, die wir auf jeden Fall durchsprechen werden. Ja, abschließend mag ich euch noch mitgeben, dass das für mich so die drei Essentials sind, wenn es um Erfolg geht. Nicht nur, wenn es jetzt um Trading-Erfolg geht, sondern allgemein um Erfolg. Ja, wenn du dein Skillset jeden einzelnen Tag optimierst, wenn du dein Mindset jeden einzelnen Tag optimierst, wenn du die richtigen Habits hast, dann bist du unstoppable. Ja, dann bist du wirklich unstoppable, vor allem im Trading. Wenn dein Trading, dein Skillset on point ist, ja, du wirst jeden einzelnen Tag besser. Du machst jeden einzelnen Tag Chartwork zum Beispiel, wie es hier unten steht. Ja, deine Education wird besser. Du lernst jeden einzelnen Tag dazu in deiner Strategie, in deinem Trading-Psychologie. Ja, du lernst jeden einzelnen Tag. Du journalst das Ganze noch. Ja, wenn du diese Dinge wirklich machst, dann stoppt dich gar nichts mehr. Take care of the work will take care of you. Und das ist im Endeffekt genau die Sache, die ich mit euch teilen wollte, Leute. Ich stoppe mal ganz kurz das Recording und dann können wir gerne noch auf ein, zwei Dinge eingehen. Hat mich sehr gefreut. Danke an alle Recording-Zuschauer für eure Aufmerksamkeit. Schreibt gerne eure Fragen unten rein.